Wir begrüßen Sie aus Regensburg zu diesem Sonntagsspiel der dritten Liga mit dem Aufsteiger, mit der Jahn-Elf aus Regensburg gegen Hansa Rostock. Wir freuen uns darauf in diesem neuen Stadion, das vor einem Jahr eröffnet wurde mit der ersten Regionalligaspielzeit also. Und jetzt also das erste Drittligaspiel in diesem 15.000 Zuschauer fassenden Stadion. Man hat es geschafft, nach einem Jahr zurückzukehren mit einem Trainer, der mit Heiko Herrlich Erfahrung reingebracht hat. Christian Brandt, der heutige Rostocker Trainer, ja noch in der Hinrunde Trainer der Jahn-Elf. Mittlerweile also heute der erste Gegner dieser Drittligaspielzeit der Mannschaft aus Regensburg. Schauen wir zunächst auf die Mannschaft der Jahn-Elf, die mit einem Neuzugang beginnt. Tommy links im Mittelfeld, ansonsten keine Überraschung. Pentke im Tor, der Kapitän Paljones neben Paulus in der Innenverteidigung. Links Nanzig, rechts Hain, davor Geipel und Leis. Rechts Uwe Hesse, Kolja Pusch dann hinter dem Stürmer, hinter Grüttner für den verletzten Zierreis in der Mannschaft. Das sind unterm Strich die Spieler, die gegen Wolfsburg gespielt hatten in den Aufstiegsspielen der Regionalliga. Hansa Rostock ohne Neuzugänge, unverändert mit einem 4-4-2. Vorne Simon Perstadter, rechts dann Andres, links Jänicke, der Kapitän, im Tor Marcel Schuhen, ehemaliger Kölner Torwart, mittlerweile Nummer 1 bei Hansa Rostock. Das ist Tobias Jänicke, kam vor einem Jahr nach Rostock, gleich Kapitän geworden, weil er den Verein kennt. Und das ist der Torwart der Regensburger mit Pentke, ein Mann, der in der Relegation gegen Wolfsburg tolle Paraden gezeigt hat. Auch er war der Grund, warum Regensburg heute hier spielt, in der dritten Liga und nicht nochmal Regionalliga spielt. Umso größer die Freude in der Stadt, dass es endlich wieder Drittliga-Fußball gibt. Rostock beginnt in den blau-weißen Trikots, von rechts nach links Regensburg in weiß-rot. Auf das rechte Tor, Anpfiff in Regensburg. Harm Osmers, der Schiedsrichter, gibt den Ball frei und damit läuft der Drittliga-Fußball wieder in der Donaustadt, die in der Saison 12-13 noch zweite Bundesliga gespielt hat. Relegation damals gegen Karlsruhe gewonnen, dann abgeschlagen, abgestiegen. Längst die Zeiten vorbei, aber man hat zumindest die Rückkehr geschafft, was für viele Mannschaften schon oft ganz schwer war. Denken wir an Aachen, denken wir an andere Mannschaften, Aalen, Oberhausen. Regensburg hat es geschafft, sofort zurückzukehren und die schwierige Aufstiegsregelung der Regionalliga zu meistern. Erster Freistoß für das Team von Heiko Herrlich. Wir sehen Matthias Hennenbild, früher bei Braunschweig gespielt, ganz erfahrener Mann in der Innenverteidigung, der Hansekogge. Und dann also der erste Rundeball dieses Sonntagnachmittages an einem unglaublich warmen Tag hier in Regensburg. Wetter ist traumhaft, Stimmung ideal, Freistoß ausgeführt von Kolja Pusch. Paulus, schön verlängert, Manzig! Erste Chance für den Linksverteidiger Nanzig, kam aus Chemnitz, genauso wie Pentke, genauso wie viele andere Spieler der Regensburger. Die vom Chemnitzer FC kam, man wird dann in einigen Wochen gegen diese Mannschaft spielen. Nanzig prüft zum ersten Mal, Marcel Schuhen im Tor der Rostocker. Nächster Standard, Tommy Fedos. Und Schuhen, ganz sicher vor Paulus. Für den verletzten Odebass in der Startelf. Marcel Zimmer. Nicht gestoppt von Hein. Schneller Start beider Mannschaften. Marcel Zimmer, früher bei Kaiserslautern gespielt, danach Saarbrücken, mittlerweile Hansa Rostock. Und der Fehlpass von Alexander Nanzig. Christian Dorda. Wieder Zimmer. Und Jänicke. Klasse gemacht von Paulus. Grüttner, Neuzugang aus Stuttgart, von der zweiten Mannschaft des VfB, hat den Vorzug gehalten. In der Spitze. Wanwetsch. Klasse gemacht von Leis. Wunderbar gespielt. Grüttner, kein Abseits. Aber abgelaufen von Hoffmann. Gut gemacht.
Schön gelöst gegen Marco Grüttner. Erdmann. Schwacher Ball von Wanwetsch. Geipel hat aufgepasst. Tommy kriegt den Ball nicht nach vorne zu Koya Pusch. Das ist der, der wirbeln soll im Mittelfeld zentral hinter Marco Grüttner. Rechts dann Uwe Hesse, auch ein ganz erfahrener Mann bei den Regensburgern. Und links der Bundesliga-erfahrene, auch schon bei Kaiserslautern spielende Erik Tommy. Einer der wenigen Neuzugänge in der Mannschaft von Heiko Herrlich. Man hat den Kader zusammengehalten. Wir haben es erwähnt, das ist die Elf etwa, die gespielt hat gegen Wolfsburg, zweite Mannschaft in der Relegation. Einige Verletzungen mit Zierreis, mit Innenverteidiger Odebas. Aber ansonsten wenig neue. Gleiches gilt für Rostock, die ja in den letzten Jahren auch immer wieder Probleme hatten, aber zuletzt eine gute Rückrunde gespielt haben mit Christian Brandt, dem Trainer, der im Winter aus Regensburg nach Rostock wechselte. Kennt also diese Stadt, war hier lange Zeit weit vorne. Dann gab es eine ganz schwache Phase in der letzten Spielzeit, als Burghausen verkürzte. Es gerät teilweise der Aufstieg in Gefahr. Man hat Brandt entlassen und Heiko Herrlich geholt, der dann seine Mannschaft am Ende zur souveränen Meisterschaft geführt hat, die an den Aufstiegsspielen berechtigte. Hinspiel in Wolfsburg, Rückspiel dann mit dem passenden Ergebnis 2:0 und der Aufstieg für die Janelf. Dennis Erdmann, links startet Ziemer, nächste Chance, kein Abseits, Marcel Ziemer, kurz gewartet, Pecke! Den muss Ziemer machen, wartet zu lange und dann ist Pentke zur Stelle, Riesentat des Regensburger Torwartes. Wie schon in der Relegation gegen Wolfsburg, Pentke ein ganz starker Torwart. Verhindert das erste Gegentor an diesem Sonntag, Geipel gut durchgesetzt. Paul Jones, der Kapitän, sah da eben überhaupt nicht gut aus. Leis, Hein, Koya Pusch und Uwe Hesse. Dorda kämpft den Ball gegen Andreas Geipel. Jennecke, nächster Freistoß für Hansa Rostock. Foul am Kapitän, der aus Wiesbaden kam nach Rostock. Zweite Zeit für ihn bei der Hansa. Und deswegen auch gleich der Kapitän geworden für Hansa Rostock. In einigen Wochen dann erste Runde im Pokal für die Mannschaft von Christian Brandt. Man hat gegen Schönberg den Mecklenburg-Vorpommern-Pokal gewonnen. Und sich somit die erste Runde erneut gesichert. Letztes Jahr das Aus gegen Kaiserslautern. Es gibt Eckstoß für die Gäste von der Ostsee. Nachdem Lanzig den Ball ins Aus verlängert. Halbe Stunde gespielt. Es gab große Chancen. Ziemer und auf der anderen Seite Alexander Lanzig. Andrist rausgeköpft. Zweiter Ball für Rostock. Wanwetsch. Dennis Erdmann. Ehemaliger Dresdner Perstaller. Wanwetsch wieder Perstaller. Wanwetsch nochmal. Ziemer. Dorda, toll gespielt mit Ziemer, Ball im Aus, nicht ganz kontrolliert, Marcel Ziemer, Abstoß für Philipp Pentke und wie
Wir sehen nochmal diese Riesentat gegen Marcel Zimmer. Ganz stark gehalten. Kriegt die Hand raus, nicht angeschossen, sondern exzellent reagiert beim Torwart der Jahnelf. Aber das Spiel zuletzt doch sehr verlagert in die Hälfte der Gastgeber, die sich wieder steigern müssen, haben gut begonnen. Vielversprechend mit Nanzigs Chance, dann allerdings drehte Rostock auf. Leis. Uwe Hesse. Sucht Göttner. Leis. Push, klasse gespielt und das ist die Chance. Ganz hinten steht Tommy. Aber aus Spitzenwinkel kriegt er den Ball nicht aufs Tor. Trotzdem hervorragend gespielt. Kolja Push wollte Grüttner finden. Fand dann hinten Erik Tommy. Den vielleicht namhaftesten Spieler dieser Mannschaft, was die Erfahrung angeht. Einer von nur 6 Neuzugängen. Bei Hansa Rostock dann noch Bübel auf der Bank. Kam aus Ingolstadt. Fabian Holthaus, Linksverteidiger aus Düsseldorf. Das sind die wenigen Neuen bei Christian Brandt. Von Jennecke. Leis. Klasse gemacht von Erdmann. Kam aus Dresden nach Rostock. Zimmer. Geht da einfach durch. Marcel Zimmer-Pentke. In die Arme geschossen. Diesmal kein Problem. Wieder Zimmer. Der auffälligste Mann auf dem Rasen. Mit der dritten Gelegenheit. Und zum dritten Mal gegen Philipp Pentke. Aber nicht zum ersten Mal, dass da die Verteidigung Regensburgs Probleme hat. Diesmal war es Nanzig, sonst auf der rechten Seite. Bei Oliver Hein. Doch zu erkennen, dass da der ein oder andere trotz der Abstimmung, die eigentlich da sein müsste, Probleme hat gegen die Rostock-Offensive. Hesse nimmt es mit 2 auf. Andrist, Nachspielzeit läuft, eine Chance gibt es vielleicht noch für Rostock, nicht, weil Tommy verteidigt und das war der erste Durchgang hier in Regensburg, kein Tor in der ersten Hälfte, wir sind gespannt, wie es weitergehen wird, Rostock besser, Anfangsphase war gut für Regensburg mit der Riesenchance für Alexander Nanzig, dann allerdings hat Rostock die Kontrolle übernommen, allen voran Marcel Zimmer, den wir im Bild haben, der mit seinen 3 Chancen Pentke vor große Probleme gestellt hat, allerdings zweimal toll gehalten vom Regensburger Torwart, der also seine Mannschaft zunächst mal vom Rückstand bewahrt hat. Wir sind gleich zurück mit dem zweiten Durchgang hier in Regensburg in einem tollen Spiel, das sich sicherlich noch steigern wird. Gleich geht's weiter mit Hälfte 2. Bis dann.